Moin auf Lerntrainer Online zum Thema Ausdehnung von Märkten. Wir werden besprechen, was die Ausdehnung von Märkten bedeutet, warum Kenntnisse über die Reichweite von Märkten so wichtig sind und die Reichweite von Märkten im Detail. Dazu gehören die lokale, regionale, nationale, internationale und Weltmarktausdehnung. Was bedeutet Ausdehnung? Um Märkte zu verstehen, muss verstanden werden, wie weit diese reichen. Das bedeutet Ausdehnung oder auch Reichweite. Das heißt, ich muss wissen, in welchem Umfeld, in welcher Reichweite ich meine Kunden erreiche. Das wird jetzt noch klarer werden mit Beispielen. Mögliche Ausdehnungen sind nämlich lokale Märkte, regionale Märkte, nationale Märkte, internationale Märkte oder auch Weltmärkte. Außerdem ist es dann noch wichtig, diese Märkte zu analysieren. Wichtige Analysepunkte sind dabei die eigene Marktposition, das heißt, wie viel Marktanteil habe ich schon selbst, also meine Firma, wie viel Marktanteil hat die, oder wie viel man höchstens an Marktanteil erreichen könnte. Die mögliche Größe eines Marktes, also sind es eher 10.000, 100.000 oder 1 Million Kunden. Und die Konkurrenten, die einem die Kundschaft streitig machen will. Also wie viele Wettbewerber habe ich auf meinem Zielmarkt, wo ich mein Produkt verkaufen möchte. Zur Ausdehnung ist noch zu sagen, lokal ist sehr begrenzt, regional ist auf die Region, national auf ein Land und international, naja, das ist eben internationale Märkte über nationale Grenzen hinaus bis hin zu Weltmärkten. Warum sind Kenntnisse über die Reichweite von Märkten so wichtig? Märkte haben unterschiedliche Ausdehnungen, also Reichweiten. Lokale Märkte erreichen beispielsweise nur Menschen in der Region bis maximal 100 Kilometer. Weltmärkte wiederum erstrecken sich über die gesamte Welt. Warum das wichtig ist, dazu der nächste Punkt. Zu wissen, in welcher Ausdehnung sich unser Zielmarkt befindet, ist ungemein wichtig für mögliche Werbeaktivitäten. Zum Beispiel, lokale Märkte werden in der Lokalzeitung in einer Anzeige für 100 Euro beworben. Internationale Großkonzerne müssen ihre Werbeaktivitäten auf einzelne Länder oder Regionen anpassen, wenn sie auf dem Weltmarkt tätig sind. Beispiel, in muslimischen Ländern dürfte auch in einer Werbung für weibliche Sportoutfit nicht zu viel weibliche Haut zu sehen sein. Das heißt also, wenn ich weiß, ich habe nur einen lokalen Markt, dann schalte ich meine Werbung auf Litfaßsäulen oder in der Lokalzeitung, Lokalradio etc. Bin ich ein Weltmarktunternehmen wie VW, BMW, SAP, Microsoft etc., muss ich meine Werbung anpassen auf die verschiedenen Länder, in verschiedene Sprachen, ich muss die Zielgruppen anders ansprechen, ich muss in China andere Werbung schalten als in Europa etc. Deshalb ist es unfassbar wichtig zu wissen, wie viel Reichweite mein Zielmarkt am Endeffekt haben wird. Jetzt kommen wir zu der Reichweite von Märkten im Detail. Angefangen mit der lokalen Ausdehnung bzw. der lokalen Reichweite, also den lokalen Märkten. Die Käufer und Verkäufer sind auf die lokale Region begrenzt, meist um die 100 Kilometer vom eigenen Standort entfernt, zum Beispiel vom eigenen Bauernhof. Das heißt, der lokale Markt ist ungefähr auf einen Umkreis von 100 Kilometern beschränkt. Es werden hier meist Produkte verkauft, die charakteristisch sind für eine Region. Was meine ich damit? Es werden zumeist Produkte verkauft, die leicht verderblich sind und welche bei weiten Lieferungen erhebliche Transportkosten verursachen würden. Wird jetzt noch deutlicher mit Beispielen. Ein Markt in Kiel an der Ostsee zum Beispiel würde ein Fischmarkt sein mit fangfrischem Fisch. Den weit zu transportieren, würde erhebliche Kühl- und Transportkosten verursachen. Und Fisch ist natürlich charakteristisch für die Ostsee. Ein Markt in Poing bei München würde lokale Käsespezialitäten verkaufen. So viel zum Thema charakteristisch für die Region und erhebliche Transportkosten, weil Käse muss gekühlt werden, das sind Milchprodukte, Bakterien drin etc. etc. Das heißt, da würden erhebliche Transportkosten entstehen. Das sind also eher lokale Märkte. Das heißt nicht, dass der Fisch aus Kiel nicht auch in Poing verkauft werden kann oder der Käse aus Poing in Kiel an der Ostsee. Aber das sind dann halt wieder haltbar gemachte Produkte. Das sind also nicht fangfrischer Fisch oder die lokalen
gerade erst hergestellten Käsespezialitäten. Regionale Ausdehnung, regionale Reichweite oder regionale Märkte auch. Diese decken ein größeres Verkaufsgebiet ab als lokale Märkte, das ist einer der größten Unterschiede. Von regionalen Märkten spricht man auch, wenn zum Beispiel ein Vertriebsteam einer Immobilienfirma oder eines Medizintechnikherstellers eine ganze Region abdeckt, zum Beispiel die Region Norddeutschland. Wie weit sich ein regionaler Markt erstreckt, ist allerdings von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aufgrund von Personalmangel zum Beispiel kann es auch sein, dass eine Region 2 bis 3 Bundesländer beträgt, also NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, wäre die Region Norddeutschland oder die Region West oder die Region Nord zum Beispiel. Das heißt also, es ist für jedes Unternehmen individuell anzupassen, wie ich das Ganze begrenze. Aber die ungefähre Definition ist halt, dass ein regionaler Markt auf eine spezielle Region begrenzt sein würde. Beispiel, wie schon erwähnt, Markt für Medizinprodukte, gibt es viele Vertriebler für 1 bis 4 Bundesländer, das heißt Region Nord, Ost, Süd, West. Markt für Immobilien, da habe ich Häuser oder teure Wohnungen, das heißt, das wird halt eingegrenzt in teure Häuser oder teure Wohnungen oder für den Mittelstand. Und der Markt für Personaldienstleistungen, der Headhunter sucht zum Beispiel in der gesamten Region Süd von Thüringen bis München. Das ist somit regionale Märkte gemeint. Nationale Ausdehnung, nationale Reichweite bedeutet, ein nationaler Markt ist immer auf ein Land begrenzt. Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien etc. Ein nationaler Markt, wo wir uns jetzt befinden würden, wäre der Markt in den deutschen Grenzen. Also sprich, der Markt in Deutschland vom Norden, von wieder Kiel nach München oder vom Osten Berlin nach Westen, Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Gründe, um sich auf nationale Märkte zu beschränken, sind vielfältig. Erstmal fehlendes Personal. Gerade hochqualifizierte Vertriebsingenieure gibt es nicht überall. Fehlendes Budget, seine Märkte zu erweitern, dafür muss Personal rangeschafft werden, Werbemaßnahmen etc. Das kostet sehr viel Geld. Dann der fehlende Expandierungswille, weil man halt einfach sich damit zufrieden gibt, innerhalb von Deutschland seine Produkte zu verkaufen. Aber es gibt auch viele Vorteile. Unter anderem, man hat eine Marktlücke eventuell für sich entdeckt, die noch kein anderer hat, auch kein ausländischer Anbieter. Das heißt, man ist in Deutschland schon erfolgreich genug. Das Finden der Marktlücken für spezielle Dienstleistungen oder Produkte ist dafür geeignet. Das heißt also, was brauche ich an Medizintechnik oder was brauche ich an spezieller Kleidung, an Baukleidung etc. in Deutschland? Oder spezielle Maschinen, die nur in Deutschland wirklich was zu tun haben oder eingesetzt werden könnten. Das wären so Spezialdienstleistungen. Und der nächste Vorteil ist natürlich, ich habe eine Monopolstellung auf meinem Segment eventuell, wenn ich halt mich nur auf den deutschen Markt beschränke, voll darauf konzentriere, mein Personal, mein Budget dort einsetze und kein anderer Anbieter mir Konkurrenz bieten kann. Internationale Ausdehnung oder internationaler Markt bedeutet, die Märkte sind räumlich kaum beschränkt. Ich kann weltweit agieren. Es gibt jedoch einige andere Beschränkungen, und zwar Steuergesetze anderer Länder, ganz wichtig. Einfuhrbeschränkung anderer Länder, ebenfalls sehr wichtig. Rechtliche Situation. Ich darf nicht auf dem amerikanischen Markt genauso handeln wie auf dem deutschen. Die Amerikaner haben teilweise sehr lasche Gesetze, teilweise aber auch viel extremere Gesetze als hier. Wenn man nehme mal das Beispiel Monsanto, die Tochter von RWE, da sind Milliarden Schadensersatzzahlungen auf RWE zugekommen. Das wäre hier in Deutschland rechtlich gar nicht machbar. Dann die politische Situation anderer Länder. Ja, genau. Und als letztes die Weltmarktausdehnung. Auch Weltmärkte sind räumlich kaum beschränkt. Es gelten gleiche Beschränkungen wie bei internationalen Märkten, eventuell sogar noch einige mehr. Das heißt, die Beschränkungen, die wir hier sehen jetzt gerade, gelten auch für Weltmärkte, aber es können sogar noch wesentlich mehr Beschränkungen sein. Nehmen wir mal den Markt in Dubai, wo besondere Gesetze gelten, oder zum Beispiel, nehmen wir mal den Markt, sie wollen Schiffe an den Nord- oder Südpol sogar liefern, ja, das heißt, da haben sie ganz andere Beschränkungen, und zwar klimatische Beschränkungen, da muss der Stahl anders gefertigt sein, etc. Das wären noch so weitere Beschränkungen in Weltmärkten. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, hier sehen Sie meine Kontaktdaten für Kritik, Fragen oder Anregungen.
Ich freue mich über einen netten Kommentar, ich freue mich auch über ein Abo meines Kanals oder wenn Sie sich das Video einfach nur ansehen. Danke, ciao.